Hallo und herzlich willkommen zur Traumflieger-Equipment-Demo. Heute geht es wieder um Pilze. Vorletzte Woche hatten wir ein Fliegenpilz-Panorama. Letzte Woche haben wir Erdsterne, abstaubende, dampfende Erdsterne unter anderem gemacht. Jetzt geht es um Leuchtpilze, um Glow, um den Glow in Pilzkappen hineinzuzaubern. Und ich bin jetzt hier im nächtlichen Wald. Jetzt in der dunklen Jahreszeit fehlt ja auch häufig das Licht. Und um mir zu behelfen, nutze ich Taschenlampen und werde dann auch einzelne Pilzkappen durchleuchten mit einer fantastischen Bildwirkung. Aber wie das funktioniert, das will ich Ihnen hier einmal zeigen. Hier ein Fliegenpilz, den wir optimieren wollen mit einem Glow, mit einem Glühen unter der Kappe. Hier das Zielergebnis. Wie das funktioniert, dazu später mehr. Jetzt geht es in den tageslichtdurchfluteten Wald zunächst. Also wir haben genügend Umgebungslicht, aber nutzen LED-Taschenlampen, um ein Glühen in die Kappe hineinzuzaubern. Hier haben wir Flämmlinge auf einem Stamm. Und hier habe ich schon die LED-Lampe eingesetzt. Hier sehen Sie auf der Remote-Steuerung im Live-Bild die Bildwirkung mit der LED-Lampe. Und hier nutze ich also eine App, um zu stacken auch gleichzeitig, und kann also die Kamera auslösen und der Fokus wird verlagert. Und Sie sehen das Glühen hier in der Kappe und der Hintergrund dunkelt ab. Hier habe ich eine Lumix GX8 von Panasonic. Das geht aber auch mit vielen anderen Kameras natürlich, die über Wi-Fi verfügen. Dann kann man diese Remote-Steuerung nutzen. Aber entscheidend ist natürlich hier das LED-Licht. Hier habe ich also über einen Halterarm direkt über der Kappe eine LED-Lampe. Das ist eine Nextorch PA5 und die bringt richtig Stimmung rein, richtig Magie in die Kappen. Am selben Stamm finde ich hier auch eine weitere Gruppe. Das sind hier Bluthelmlinge unter anderem links. Und hier habe ich jetzt die LED-Taschenlampe auf einem Stativ platziert, weil ich hier eine etwas weitwinkligere Szene aufnehme. Und hier haben Sie gesehen, da kommt der Glow in die Kappen rein. Das sind so kleine Lampions geworden, diese Helmlinge. Und auch Olaf ist hier im Wald zugange und hat eine Wanze entdeckt, die auf Pilzkappen sitzt, auf einer Pilzkappe. Das sind hier Schwefelköpfe. Ja, und dann macht sich Olaf auch ran, nutzt auch hier eine Remote-Steuerung und ein LED-Auferlicht, aber nicht um die Kappen zu durchleuchten, sondern hier um die Belichtung generell zu optimieren. Also hier diese schönen Schwefelköpfe mit einer kleinen Wanze. Ja, so ein bisschen bin ich schon neidisch auf Olafs Top-Motiv. Hier sein Bildergebnis, voll durchgesteckt. Die Wanze war schön ruhig, das war also kein so großes Problem. Aber dann warte ich, bis Olaf verschwunden ist, um mich da auch ranzumachen. Ein kleiner Leckerbissen. Wir sammeln allerdings weder die Pilze noch die Wanze, aber ein optischer Leckerbissen, den will ich hier inszenieren und auch ein leichtes Glühen in die Szene reinbringen. Und zwar diesmal nicht übertrieben, sondern nur ein leichtes Glühen in die Stiele hineinzaubern. Hier können Sie sehen, die Wanze oben auf dem Pilz, auf den Schwefelköpfen. Und hier ist das Glühen schon zu sehen. Also ich erzeuge eine Gegenlichtsituation und die Stiele leuchten jetzt gelb. Aber die Wanze hat relativ wenig Kontrast. Hier Umgebungslicht und hier jetzt mit einem etwas leichteren Shaping. Also nicht übertrieben, sondern leicht geshaped. Auch das bringt schon richtig viel Stimmung. Hier habe ich jetzt ein paar Bluthelmlinge wieder auf einem Stamm. Den habe ich mir so hingedreht, dass ich gut unter die Kappen gucken kann. Hier bin ich auch im Bodenbereich mit einer Langschiene zugange. Die haben wir Ihnen ja schon mehrfach vorgestellt. Die ist für mich absolut unverzichtbar. Und hier habe ich jetzt wieder die Kappen durchleuchtet, diesmal sehr stark. Der Hintergrund dunkelt sehr stark ab, hier ohne Kunstlicht. Und jetzt mit einem etwas dezenteren Leuchten in den Kappen. Bringt extrem viel Stimmung und macht auch Details sichtbar wie Spinnenweben, die man sonst ohne dieses Gegenlicht nicht sehen würde.
Hier haben wir jetzt eine Szene mit Birnenstäubling, ein Ast, den ich hier drapiert habe auf eine Halterung. Und da sind auch orangemilchende Hämlinge drauf. Olaf hat diese Gruppe gefunden. Und hier lohnt es sich eben auch, ein Aufhelllicht, ein Gegenlicht zu setzen, um die Stiele leuchten zu lassen. Und jetzt möchte ich nochmal zeigen, dass ich auch mit einem Stacker sehr gut arbeiten kann. Das ist der Traumflieger Super Stacker, also ein Makroschlitten. Und hier gibt es sogar eine Option, einen Schnellstack durchzuführen. Hier haben wir so eine Kurbel, das ist also optional. Die nennt sich Super Stacker Rotator. Und jetzt kann ich im schnellen Serienbildmodus, ich habe das hier über eine Fernsteuerung, über eine Funkfernbedienung, da halte ich also den Finger drauf und kann jetzt die Szene durchstacken im schnellen Serienbildmodus. Und hier mal der Unterschied mit Licht, hier ohne Licht, und hier mit Licht kommt wieder die schöne Stimmung in die Pilzkappen und in die Stiele. Das Ganze funktioniert auch im Hochformat. Hier habe ich wieder ein paar Bluthelmlinge am Stamm. Serienbildmodus, Traumflieger Super Stacker und den Rotator. Und dann kann man im Serienbildmodus auch sehr schnell durchstacken. Also das ist eine Variante zur Remote-Steuerung, wenn man das so machen möchte. Ohne Wi-Fi, ohne die App G-Simple Release zum Beispiel. Hier kann man also sehen, die Schärfeebene wird durchfahren. Das geht ja auf gewisse Distanzen. Wenn man zu weit weg ist von den Pilzen, wird es schwierig mit dem Stacker. Der ist eher für Nahdistanzen. Aber hier auch nochmal der Unterschied, konnten Sie gerade sehen, mit dem LED-Auffälllicht. Werfen wir kurz einen Blick auf die eingesetzte Technik, um tief in den Bodenbereich reinzukommen. Pilze sind ja auch oft am Boden, sollte mal möglichst tief kommen. Also hier nutze ich ein Stativ mit Überklappfunktion. Die meisten neueren Stative haben diese Überklappfunktion. Oder man dreht die Mittelsäule um und dann montiere ich die Kamera mit einer Langschiene, um sie wieder gerade auszurichten. Das ist Arca Swiss mit Arca Swiss Doppelprofil ausgestattet. Und der Stativkopf ist dann auch Arca Swiss kompatibel, hat also eine Schnellwechselhalterung im Arca Swiss Standard. Und dann kann ich die Langschiene hier montieren. Und jetzt habe ich auch genügend Platz für die Kamera, um eventuell dann noch einen Klapp- oder Schwenkmonitor auszuschwenken. Hier mit der Lumix GX8 habe ich einen Schwenkmonitor und jetzt reichlich Platz, um ihn auch noch auszuklappen. Und ja, wenn ich steil unter die Kappen gucken will. Die Pilze sind ja nicht immer am Boden angesiedelt, sondern auch oft auf Baumstämmen oder Stuppen. Dann muss ich teils eine sehr schräge Position ansetzen und da würde mir zum Beispiel ein Kirschkernkissen oder ein Beanbag nicht weiterhelfen. Also Stativeinsatz für steile Position unter die Kappen Pflicht. Und hier kann ich dann auch noch die Entfernung variieren über so eine Arca Swiss Halterung, die da flexibel angebracht ist. Also, das ist das Optimum hier mit dieser Langschiene und dem Stativeinsatz. Kommen wir zum Lichteinsatz. Hier habe ich ein Mini-Stativ, um hier bei diesem schematischen Pilz einmal von oben auf die Kappe rauf zu leuchten. Hier habe ich eine Nextorch PR5 Taschenlampe, die ist sonnenlichtähnlich simuliert. Perfekt das Sonnenlicht. Also frühmorgens oder spätabends perfekt die Mischung realisierbar hier mit der Nextorch PA5. Aber wenn man einen bedeckten Himmel hat oder eine etwas kühlere Farbtemperatur nutzen will, kann man natürlich auch andere LED-Lampen einsetzen. Hier habe ich eine Nightcore MH20 in der Traumflieger Power Zoom Ausführung mit so einem Klappdiffusor. Die hat eine kühlere Farbtemperatur. Auch das nutze ich mal ganz gerne, um das Licht etwas neutraler zu gestalten oder mit einem bedeckten Himmel das Licht dann besser zu mischen. Ja, und die Frontalaufhellung kann man zum Beispiel mit so einem Aufhellreflektor durchführen, damit auch noch der Stiel und die Kappe von vorne ein bisschen Licht abbekommen. Hier sieht man die Lichtwirkung. 5-in-1 Aufhellreflektor, da gibt es verschiedene Bezüge. Hier habe ich den goldfarbenen Bezug drauf. Oder man kann auch eine Flächenleuchte nutzen. Aufhellreflektor und Flächenleuchte ermöglichen dann in der Regel schattenärmere Aufhellung, als wenn man da auch lediglich eine Taschenlampe vorsetzen würde.
Und mit der Flächenleuchte kann ich das Licht, die Lichtmenge dann aktiv dosieren. Das ist also auch ein kleiner Vorteil gegenüber einem Aufhörreflektor. Und wenn da verschiedene Farbtemperaturen unterstützt werden, umso besser. Also auch eine Flächenleuchte setze ich dann und wann sehr gerne ein, um ein schön weiches, meistens frontales Aufhelllicht dann noch zu setzen. Welches Objektiv sollte man einsetzen? Hier habe ich ein Standard-Zoom-Objektiv. Das ist hier ein Olympus 1240-2.8. Wenn ich kleine Pilze habe und noch dichter ran will, nutze ich auch gerne eine Nahlinse. Aber es empfiehlt sich natürlich dann auch generell bei Mini-Pilzen ein dediziertes Makroobjektiv. Ich bin hier im Programm A. Das ist für mich Standard und wähle in der Regel die Offenblende, hier f2,8, weil ich stacke dann auch das Motiv durch und dann kann ich mit der Offenblende den Hintergrund schön weich zeichnen. Wenn man nur eine Einzelaufnahme machen möchte, sollte man in der Regel etwas abblenden. In der Regel sollte aber die vordere Kappe scharf werden. Hier will ich noch mal kurz drauf eingehen, wie ich stacke, also eine Schärfenverrechnung, eine Schärfentiefeverrechnung durchführe. Hier habe ich das Programm Helicon Focus Pro. Es gibt natürlich noch andere Programme, mit Photoshop kann man das auch machen oder mit Serene Stacker, Combine, ZP etc. Aber Helicon Focus Pro ist mir am liebsten, es ist auch das schnellste Programm und hier habe ich jetzt Einzelaufnahmen jeweils mit verschobener Schärfeebene aufgenommen, verrechnet. Und hier habe ich noch einen kleinen Bildfehler in der Verrechnung gesehen. Hier habe ich die Methode B angewendet, für mich in der Regel der Standard. Und in der Pro-Version kann man hier auch stempeln und noch feine Justierungen durchführen. Hier der Stiel wird hier noch repariert und auch der Hintergrund kann hier noch repariert werden über diese Stempelfunktion. Dazu gehen wir dann auch in der Traumflieger Makrowelt in der Zeitschrift weiter ein und zeigen auch Tipps und Tricks zu diesem Stacken. Und jetzt bin ich in Photoshop und habe das Bild exportiert und kann jetzt noch die Belichtung ohne Durchleuchtung rüberlegen. Also hier zwei Bilder übereinander gelegt, unten das LED durchleuchtete Bild und oben eins ohne. Und jetzt kann ich sie beide noch automatisch ausrichten, damit sie deckungsgleich übereinander liegen. Es funktioniert nicht immer, aber sehr oft. Und jetzt die Deckkraft reduzieren und das Leuchten dann noch gezielt steuern. Ja, und am Ende mache ich dann noch einen kleinen Zuschnitt und habe dann mein Wunschergebnis erreicht. Heute Morgen hat es geschneit und der Schnee hat sich den ganzen Tag über gehalten. Jetzt sind wir hier schon in der Abendstunde, aber wir haben hier verschneite Fliegenpilze mit einer schönen Schneehaube drüber. Olaf, hast du Ideen für den LED-Lampeneinsatz hier bei den verschneiten Pilzen? Ja, hier gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, mit LED-Licht zu gestalten. Wir können ein schönes Gegenlicht erzeugen. Wir können mit einer Nextorch BA5 sonnenuntergangsähnliche Stimmung erzeugen. Wir können Leuchtpilze machen, auch den Schnee zum Leuchten bringen, ein bisschen um den Pilz herum. Also jede Menge Möglichkeiten, um wirklich interessante Fotos zu machen. Also ran an den Speck, bevor es zu dunkel wird. Das ist natürlich ein außergewöhnliches Motiv. Pilze im Schnee, hier haben wir Fliegenpilze. Das ist ein optischer Leckerbissen, den wir uns nicht entgehen lassen wollen. Fliegenpilze im Schnee mit Schneehäubchen drauf. Auch Olaf ist an einer Dreiergruppe hier zunächst dabei und setzt ein Gegenlicht, um Sonnenlicht zu simulieren. Auch hier eine Nextorch PA5, aber das geht natürlich auch mit anderen LED-Lampen. Und hier nutzt er die Remote-Steuerung. Hier hat er jetzt eine Sony A6000, nimmt aber jetzt auch Einzelaufnahmen auf. Man muss natürlich nicht immer stacken und inszeniert den vorderen Fliegenpilz und lässt die anderen beiden in die Unschärfe laufen. Aber entscheidend ist hier das Licht. Er erzeugt ein Sonnenlicht. Das Ganze ist eigentlich im Schatten. Aber dank LED gibt es hier ein Shaping. Und unten sehen Sie noch einen Glow, den Olaf gesetzt hat. Das bringt nochmal eine fantastische, surreale Stimmung, die aber nicht ganz unrealistisch ist.
Auch ich habe hier einen sehr schönen Fliegenpilz entdeckt mit einer schönen Schneehaube. Ja, und zunächst mache ich jetzt kein Klo, sondern nutze eine Flächenleuchte, um so ein seitliches Lichtshaping zu setzen, schön dezent. Aber dann will ich auch noch ein Gegenlicht erzeugen. Ich nehme normalerweise mehrere Varianten auf und kann dann später entscheiden, welche Version ich wählen möchte. Hier kommt jetzt also die LED-Lampe hinter dem Pilz, so dass sie verschwindet, und so ein Shaping um die Schneehaube erzeugt. Hier das Bildergebnis. Blendet ein bisschen ins Kamera, ne? Und jetzt setze ich die LED-Lampe so ein, dass es aussieht, als wäre es Sonnenlicht. Eine frühmorgendliche Sonne zum Beispiel. Auch das wirkt nicht unrealistisch. Aber das ist natürlich eine Szene, die man kaum so aufnehmen kann, wenn man das nicht konkret plant und ein bisschen Glück hat. Also es ist besser, das mit LED-Licht zu inszenieren. Einfach weil man dann das Motiv garantiert so aufnehmen kann, wie man sich das wünscht. Hier ist noch ein Duo, auch sehr schön eingeschneit. Hier ohne Kunstlicht, wirkt schön natürlich, angenehm auf jeden Fall. Aber als Variante will ich dann auch wieder hier dieses Flächenlicht und will jetzt hier auch ein bisschen Glow reinbringen. Noch eine fantastische Stimmung. Hier habe ich eine Power-LED-Lampe dahinter gesetzt, die richtig Power bringt und so eine Eislandschaft erzeugt, und hier nochmal direkt hinter die Pilze ein Glow erzeugt. Und hier sehen Sie das Bildergebnis. Hier Unterschied, und hier der Glow bringt richtig Stimmung in die Szene. Das Traumflieger Makro Lighting Kit zeige ich gleich mal. Das kann man direkt auch montieren, wenn man keine direkte Montagemöglichkeit am Stativ hat. Ja, hier will ich nochmal zeigen, wie ich einen Halterarm einsetze. Hier habe ich so einen Arm, den ich direkt an dem Stativ montieren kann, an dem Benro-Stativ. Aber der reicht mir manchmal nicht von der Länge her. Ich komme also nicht weit genug mit der Lampe über den Pilz rüber. Und hier setze ich jetzt das Traumflieger Makro Lighting Kit Easy ein. Da sind auch zwei LED-Lampen. Eine habe ich entnommen und kann das jetzt auch einfach an ein Stativbein montieren und habe jetzt einen richtig langen Halterarm. Also das spart mir ein extra Stativ. Und hier haben wir wieder einen Fliegenpilz. Diesmal bin ich im Buchenwald. Das ist schon etwas später geworden. Schon etwas dunkler. Das Umfeld dunkelt hier ab. Aber auch hier kann ich eine fantastische Szene aufnehmen, und hier hilft mir jetzt auch dieser Arm. Das geht auch mit dem Traumflieger Lighting Kit Pro. Das habe ich jetzt hier mal im Einsatz. Auch das kann man so montieren. Da braucht man noch so eine kleine Superklemme. Eine Alternative zum Durchleuchten über eine LED-Lampe von hinten des Pilzes, der Pilzkappe, kann man natürlich auch eine kleine Mini-LED-Lampe in die Pilzkappe hängen. Hier habe ich so eine ganz kleine, eher für einen Schlüsselanhänger gedacht. Braucht man eine etwas größere Kappe hier für diese Größe und kann sie dann im Prinzip so von hinten, damit man das Band nicht sieht, das ist nur dafür da, damit sie nicht runtergleitet, so hin montieren, dass man das im Foto nicht sieht. Hier also die Mini-LED, die ich jetzt hier nochmal hinter den Stiel gelegt habe. Man kann sie natürlich auch in die Kappe reinbringen. Und hier das Bildergebnis, das ist jetzt eine Summe aus mehreren Belichtungen. Auch das Umfeld habe ich hier noch mit der Langzeitbelichtung eingefangen. Und jetzt kommen wir zum Fliegenpilz zurück, den ich eingangs erwähnt hatte. Ich habe jetzt eine sehr leistungsstarke Taschenlampe, eine Acebeam X60, also sie hat richtig Power. Das muss man nicht unbedingt in jedem Fall haben, aber wenn man es hat, ist es umso besser, je mehr Lichtkraft man hat. Ich kann natürlich, wenn ich eine schwächere Lampe habe, auch längere Belichtungszeiten nutzen. Aber ich nutze jetzt mal diese starke X60 von Acebeam, auf dem Stativ montiert. Und da marschiere ich jetzt mal in den Hintergrund und versuche das mal hier auf dem Tablet nachzuvollziehen, wie das Licht fällt. Mein Ziel ist es im Prinzip, den Wald von hinten so auszuleuchten, als wenn die Sonne da reinstrahlen würde. Und da muss ich ein bisschen weiter weggehen,
Und ja, da ist dann eine lichtstarke Lampe ganz hilfreich. Und das Leichtbild, das kontrolliere ich dann gleich hier auf dem Tablet. Soweit ich das noch sehen kann. Ich kann mit dem Tablet jetzt nicht zu weit von der Kamera weg. Da, so nach 10 Metern ist so das Maximum erreicht. Deswegen versuche ich das mal hier so ein bisschen zu kontrollieren. Soweit ich das noch sehen kann. So, jetzt sehe ich schon, ich habe ein direktes Gegenlicht hier drin. Das wäre jetzt nicht mehr das Optimum, weil ich jetzt im Prinzip nicht in die Kamera reinleuchten will direkt. Ja, jetzt habe ich im Prinzip nur einen einzigen Baum direkt hinterm Pilz. Gefällt mir noch nicht so gut. Den nehme ich mal lieber seitlich rein. Es wirkt schon recht mystisch, muss man sagen. Und ja, mir gefällt die Stimmung ganz gut, muss ich sagen. So, und dann nehme ich jetzt noch eine weitere Lampe. Und zwar hier habe ich eine A-Stream K60. Die werde ich jetzt mal gucken, wo ich die jetzt auf den Boden lege. Gucken, ob ich noch einen zweiten Baum erfassen kann hier oder ob das nichts bringt. Ja, sehr viel mehr kriege ich jetzt hier nicht raus. Also den ganzen Wald durchleuchten, das wird jetzt doch ein bisschen schwer. So, dann nehme ich sie mal hier runter. Das ist schon ganz okay. Eigentlich fehlt mir jetzt noch so ein bisschen das Licht von hinten. Jetzt habe ich hier eine Traumflieger Power Zoom LED. Die bringt jetzt schon ein bisschen Licht unter die Kappe. Und so gefällt es mir schon recht gut. Habe schon einen kleinen Glow hinten in der Kappe. Das Einzige, was mich jetzt noch nicht so ganz überzeugt, ist der Schatten, den ich vorne habe. Also das ist jetzt dieses Licht. Das gefällt mir sehr gut seitlich. Das Blatt könnte ich noch ein bisschen herausarbeiten. Und ja, jetzt habe ich die Lampe hier vorne, die kann ich noch ein bisschen abdimmen. Habe so einen ganz kleinen Schimmer noch drauf. Ich werde sie mal ein bisschen wegdrehen, dass ich nur einen ganz Mini-Schimmer kriege. So, ist schon zu viel. Ja, so, jetzt habe ich einen ganz leichten Schimmer drauf. Da werde ich jetzt noch mal gucken, ob ich einen Aufhellreflektor nehme, der mir das jetzt noch ein bisschen weicher reinlenkt. So, da nehme ich mal den Fotorucksack als Stütze. Ist jetzt auch nicht so windig. Schauen wir noch mal ohne mit. So, also das gibt jetzt schon einen ganz guten Glow, also das ist jetzt die Reflexion von der Seite. Ja, und dann will ich noch etwas mehr Aufhelllicht auf der Kappe und möchte aber auch noch den Hintergrund weiter durchleuchten. Hier also die A-Stream Taschenlampe auf einem Hochmast. Das muss man nicht unbedingt machen. Meine Idee war eben auch die oberen Blätter noch zu durchleuchten, um dann auch noch eine Gegenlichtstimmung zu erzeugen. Das Ganze sieht dann so aus. Also hier das Ergebnis. Hier mit normalem frontalen Aufhelllicht und hier mit dem Glow und dem durchleuchteten Wald.
So viel also zu den leuchtenden Pilzen hier im nächtlichen, im dunklen Wald. Was braucht man dafür? Taschenlampen, auf jeden Fall Stativeinsatz, Remote-Steuerung mit einem Smart-Gerät ist empfehlenswert. Ja, und gute Laune und viel Spaß zu experimentieren. Und am Rechner kann man dann natürlich auch noch Mehrfachbelichtung und ein Stacking durchführen. So viel also von den Leuchtpilzen hier aus dem Wald. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.